Short Sherpa SB4 von Erik van der Hoven. Und jetzt geht's los. Achten Sie auf die Flügel, was da passiert beim Start. Überall wird das heute verbrannt, nicht nur im Sozialbereich. Super. Ja, das zum Thema. Und als Modell gibt es sie natürlich auch nur einmal von Erik in dieser Größe gebaut. Und das Fahrwerk ist eben nicht einzuziehen, was nicht notwendig ist. Ne? Es ging nur um diese Flügeltechnik, um die halt zu erproben. Jetzt sehe ich, dass er mit Landeklappen reinkommt. Ich weiß nicht, ob es ein langsamer Überflug wird oder schon die Landung. Weil irgendwie ist ganz merkwürdig bei dem Riesenteil, die gehen die Minuten so schnell. Ja, das scheint eine Landung zu werden. Absolut sauber, guckt euch das mal an. Unglaublich, wie der Erik das Flugzeug für die Schule.